Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Bisschen dunkel, ja, mit Berechnung. Ihr wisst, ich mache immer Anfang Dezember meine Wohnung weihnachtsfest. Diesmal musste ich schon vorher anfangen, weil ja, Mitte Dezember soll unsere Tochter kommen. Die Ärztin sagt, wir können uns aber darauf einstellen, dass sie vielleicht schon vorher kommt. Die ist ja jetzt auch kein Frühchen mehr und jetzt kann es eigentlich bis Mitte Dezember die ganze Zeit soweit sein. Jo. Und da habe ich mir gedacht, wir machen das jetzt schon. Ich habe heute schon meine Wohnung weihnachtlich dekoriert. Weil wenn ein Kind da ist, weiß ich nicht, wie meine Frau kann dann nicht mehr helfen demnächst. Der Bauch wird immer dicker und die keucht schon. Und deswegen haben wir das heute gemacht. Also lila hat meine Frau hier eingestellt. Die mag das, wenn das da hinten lila ist. So, ich fange mal an am besten. Ich habe meine Weihnachtskette, die ich vorher ja um den Baum hatte. Oh, ich schwitze immer noch, ich bin hier voll im Homelook, ey. Also nicht gerade besonders, einfach nur ein Schlabber-T-Shirt und Jogginghose. Um mein Assassin's Creed-Bild rumgelegt. Hier ist ein bisschen mehr übrig geblieben, als ich dachte. So, dann kommen wir dahin. Hier oben habe ich habe jetzt die Zweige da oben hingemacht. Ich zeig's mal. Die hatte ich ja letztes Jahr immer über dem Fernseher und hier so. Ja, da habe ich dann so einen kleinen Kranz. Ich mache mal nochmal Licht an, damit ihr das besser seht. So. So, da ist so ein kleiner Kranz, Zweige, da sind die Basketta-Sterne und was passt natürlich ganz, ganz toll zu Basketta-Sternen, ich zeige euch das mal in der Nahaufnahme. So, hier sind die Basketta-Sterne, mein Räuchermännchen, meine Frau hasst meine Räuchermännchen, weil sie bekommt Kopfschmerzen davon. Was passt da am besten dazu? Eine Screenmaske. So, dann habe ich hier die Lichterkette, die kennt ihr ja schon, die habe ich hier immer an. Ja, ich habe über Spotify Soundtrack von Red Dead Redemption und ein paar andere Western-Lieder laufen. Ist zwar nicht weihnachtlich, aber hört sich geil an. Ich mag das. So, dann hier auch wieder. So, denn da leuchtet der Weihnachtsbaum. Ja, das Duff-Bier habe ich dann auch endlich mal getrunken gehabt. Aber nicht alles, nur einen Schluck. Und dann habe ich festgestellt, dass es eklig schmeckt und habe weggeschüttet. So. Denn da oben ein Weihnachtsstern, das ist schon für meine Mutter und für meinen Vater die Nikolausgeschenke. Die kommen ja dann weg, der Weihnachtsstern bleibt da. So, dann den Weihnachtsbaum. Ich gehe mal zurück. Das ist mit der neuen Weihnachtskette, die ich mir geholt habe, wo die über Funk sind. Ich habe jetzt gerade so drin, dass die sich die Farbe ändern. Und dann werdet ihr da gleich sehen, dass die in andere Farben übergehen. Oder habt ihr das schon gesehen? Sieht sehr schön aus. Dann wieder Lametta kann ich nicht. Ich habe wieder meine silbernen Kugeln da, die ich von meiner Oma habe. Ja, rumgemacht, ein bisschen Silber mit bei ist. Na, Weihnachtskugeln sowieso, weil deswegen kann ich kein Lametta machen und wegen dem anderen. So, und die Weihnachtskette, die habe ich jetzt da dran. Nicht wundern, was da blinkt. Das ist meine Sternschnuppe. Die sieht man, glaube ich, kaum. Ja, die blinkt halt so. Ja, und die Weihnachtskette habe ich jetzt halt so gemacht, dass ich dann das eine da hinten in der Ecke gemacht habe, dass da ein bisschen hell ist. Also die sind lang genug, dass sie dann da rüber und dann da runter gehen. Hier hinten in der Ecke wollte ich nichts machen. Nicht wegen dem Bild oder so, aber das wäre nicht zur Geltung gekommen durch den Weihnachtsbaum. Da habe ich dann lieber die so gemacht, dass die dann hier schön bis da hinten gehen, so sieht man nicht ein bisschen. Unter der Fahne geht es aber auch so ein Stück lang. Und da oben und ja, die gehen eigentlich bis zum Boden. Aber bis zum Boden kann ich die nicht machen. So, da ist so ein Diamant unten dran als Beschwerung. Also so ein Tropfen sozusagen. Aber bis zum Fußboden kann ich es nicht machen. Beziehungsweise über dem Fußboden. Ich habe es dann hier oben einfach eingedreht. Und so jetzt mal rumgewickelt. Dann passt das auch. Ja. Jetzt machen wir uns das nochmal hier schön Licht aus. Schön. Achso, hier habe ich ja auch noch. Habe ich ganz vergessen. Da habe ich auch noch ein bisschen Weihnachtsdeko. Und da ist das andere Räucherhäuschen. Ja, hier auf dem Tisch ist nichts. Nur von uns halt. Ja, meine Frau hat auf der Couch gelümmelt. Da ist ihr Bademantel. Ja, Fernbedienung. Hier ist jetzt eigentlich nichts Großartiges passiert. Ja. Und jetzt machen wir mal einfach Licht aus.
und gucken wir uns mal an, wie schön das aussieht. Hier einmal schön mein Assassin's Creed Bild beleuchtet, was ich von Oberhavel gekriegt habe. Erstmal nochmal einen Daumen hoch an Oberhavel. Dann halt hier die Beleuchtung hinterm Fernseher. Ich habe ja auch hinterm Fernseher eine Lichterkette, aber die Fernbedienung gerade nicht gefunden. Und die kann man auch per Fernbedienung blinken machen und so was alles. Und da ist auch ein Knopf dran und so, aber ich mag das halt nicht so an, aus. Soll gleichmäßig sein. Und das geht ja dann, seht ihr das? Das ist auch so ein dünnes Band. Das geht hier einmal ringsherum und dann hier hinten, das habe ich ja schon immer. Und das geht ja auch dann da. Sieht man das vielleicht, dass hinten indirekt beleuchtet ist? Ja, und da halt auch hier hinten, da. Geht dann halt da komplett lang. Und ich habe mir halt schon überlegt, ich habe gedacht, vielleicht mache ich, ich habe mir da LED-Bänder geholt. Die wollte ich eigentlich oben machen, als indirekte Beleuchtung für die Figuren. Aber im Hintergrund halt, weil die ja ziemlich hell sind, heller als das weiße Licht. Und dann kann ich weiß, gelb, grün, alles einstellen. Und dann vielleicht einmal so dahinter. Weil hier kommt ja noch mein Ambilight, dann ist ja hier sowieso beleuchtet. Das wäre ja Blödsinn gewesen, oder? Dass ich vielleicht von dem kleinen Bilder, also von dem Regal hier lang gehe und eben, das weiß ich noch nicht. Erstmal haben. So, und jetzt zeige ich euch den Baum mal richtig. Ich gehe mal noch ein Stück raus aus dem Wohnzimmer. So. Jetzt seht ihr das. Der wechselt halt, wie gesagt, die Farben. Da blinkt was. Da ist schön beleuchtet. Also wenn das nicht weihnachtliche Stimmung ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, dann wartet jetzt. Ihr habt die Weihnachtsbeleuchtung gesehen. Hier auch wieder mit Kugeln. Die Kugeln hier übrigens, die ich hier dran habe, die sind noch von meiner Uroma. Die hat meine Uroma meiner Oma gegeben, meine Oma hat sie meiner Mutter gegeben und meine Mutter hat sie mir gegeben. Ja. Und die habe ich jetzt seit Jahren hier dran. Der Weihnachtsbaum ist schon ein bisschen kaputt. Das ist auch so ein künstlicher, den habe ich auch von meiner Mutter gekriegt, weil die hat, wo die Enkelkinder kamen, sich immer einen echten geholt hatte. Und für mich reicht der künstliche aus. Ich finde den gut, den kann man ausklappen, einklappen. Da weiß man, was man hat. Aber ich muss mir einen neuen holen. Da fehlen unten ein paar Zweige. Also da unten. Und hier in der Mitte, da eine Ecke, also 4 oder 5 Zweige sind raus. Das macht ihn halt unten ein bisschen kahl und da muss ich mal gucken nach was Neuem. Aber ich finde keinen halt so keinen so einen schönen, der so voll ist. Die meisten sehen dann immer so knöchrig aus und hast ganz viel Luft da in der Mitte und so. Und ich will halt so einen schönen, auch so ein ja, 2 Meter, was der ist, glaube ich. So ein 2 Meter Baum und dann halt schön dicht. Ja, dann, aber findest du kaum noch. Gut, und wenn dann für 300-400 Euro und so viel will ich jetzt nicht aussehen. So, dann wartet jetzt aber wirklich, meine Frau und ich, wir haben heute immer noch keine Filme geguckt, jetzt ist Sonntag, wir haben immer noch, nee doch, der Marsianer haben wir geguckt und gestern haben wir Billboards geguckt, den kann ich euch empfehlen. Guckt euch mal Billboards an. Ich werde auch den Link mal unten in die Videobeschreibung machen. Den haben wir einfach nur durch Zufall gefunden, weil er in einer 99 Cent Aktion war jetzt beim Black Friday. Und dann haben wir halt 5, 6 Filme uns ausgesucht und dann waren da halt auch viele Schundfilme mit bei, die wollten wir gar nicht erst haben. Und ja, da waren wir gestern sehr, sehr begeistert von. Also Marsianer haben wir geguckt und Billboards. Jetzt kommt heute Solo und keine Ahnung. Wir haben noch drei Filme, denn Solo und noch 3 Filme. Ich packe euch die mal in die Videobeschreibung, könnt ihr mal gucken. So, aber nichtsdestotrotz, ich quatsche wieder um den heißen Brei rum. Ich werde mich jetzt verabschieden. Wir werden jetzt gleich Film gucken, essen und so. Und ich muss in der Wanne, ich stinke. Zeug hochschleppen, alles anbauen und hier warm. Bei meiner Frau ist ja chronisch kalt. Er ist immer kalt. Immer ist hier kalt. Ganz, 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 ganz kalt. Die wohnt hier, die Heizung steht auf volle Pulle. Ich triefe hier und sie, oh, mir ist so kalt. Frauen. So, aber nichtsdestotrotz, ich bin jetzt wirklich weg. Achso, ich gucke über Spotify, höre Musik. Ja, also, falls ihr euch wundert. So, ich bin dann jetzt wirklich weg. Ich wünsche euch was. Bis bald. Ahoi, sagt euer Odin.